Ja, heute kommt mal wieder ein Video. Ich mache ja immer jede Woche ein Video. Und da heute Freitag ist, mache ich natürlich wieder eins. Ich meine natürlich, okay, es ist ein bisschen komisch, weil ich am Montag ja auch schon eins hochgeladen habe, was noch vom Sonntag war. Und, aber ich dachte mir, verspreche ich euch trotzdem, dass ich noch ein Video mache, weil ich habe dann theoretisch schon in der Woche eins hochgeladen. Aber es ist doch mal schön, wenn ihr auch mal mehr Videos von mir kriegt. Ja, und dieses Video wird ein sehr chilliges Video. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich hatte am Dienstag, glaube ich, war das. Ja, am Dienstag. Da habe ich ein Bild bei Instagram gepostet. Guckt einfach in die Infobox, da ist mein Instagram. Falls ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir einfach. Auf jeden Fall hatte ich da ein Bild gepostet, wo ich ganz chillermiller so im Bett gechillt habe. Und weil ich war an dem Tag richtig müde. Und bei dem Wetter, wenn ich keine Hausaufgaben aufhabe und nichts los ist, dann bin ich bei dem Wetter sowieso, weil ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist, aber es ist kalt. Und ich meine, okay, wir haben noch nicht richtig Winter und beim richtigen Winter wird es dann schlimmer. Aber jetzt ist es bei mir trotzdem schon so, dass ich mich wirklich einkuschle mit einer Decke, mir so eine Kuschelsocken anziehe und hier so ein Chiller-Pullover. Okay, ich trage jetzt zurzeit immer einen Schal, weil mir immer voll kalt ist. Und mit Schal ist natürlich besser. Und mache meine Haare einfach zu irgendeinem Dutt und naja, ist halt so nach der Schule, wenn ich halt ganz gechillt sein möchte. Und dann möchte ich halt euch zeigen, was ich so trinke, weil in der Schule trinke ich ja Wasser. Aber wenn ich nach Hause komme und es ist so kalt und am besten ist es eigentlich auch, wenn ihr von draußen kommt und es schon Schnee liegt im Winter, dann ist es natürlich noch schöner. Und zwar, ich mache mir immer einen Tee und jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich mir immer für einen mache. Natürlich, wenn der alle ist, mache ich mir auch anderen Tee, so ist es nicht. Aber ich dachte mir, zeige ich euch einfach mal das, bevor ich euch gar kein Video drehen kann. So, ja. Dann kommen wir einfach mal zu den Sachen, die ihr braucht. Also ihr braucht einmal eine ganz normale Tasse, wo ihr dann den Tee reinfüllen könnt. Die Tasse ist, wie ihr auch seht, leer. Also dann braucht ihr Honig. Also ihr könnt natürlich auch zuckern. Ich weiß ja nicht, mit was ihr euren Tee süßt oder so eine Süßstoffdinger. Aber ich nehme immer Blütenhonig flüssig. Das ist viel leckerer, finde ich. Weil ich mag Honig sehr gerne. So, dann zeige ich euch hier den Tee. Ich habe nämlich immer so eine Tees, ich mache mir immer die selber in so einem Teebeutel. Hier, das ist mein Tee. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Das heißt, glaube ich, Schneetreiben oder so. Ja. Und, weil wir haben von den Tees ganz viel. Und natürlich, damit man sich den Tee machen kann, braucht man natürlich dazu die passenden Teefilter. Und ja, ich hoffe, ihr wisst, was das so ist und was man da macht. Und natürlich braucht ihr, wie ihr hier hinten seht, einen Wasserkocher. Denn ihr müsst ja das warme Wasser aufsetzen. Und ja, jetzt werde ich einfach mal das Wasser aufsetzen und den Rest schon mal vorbereiten. Also, ich mache das erstmal auf. Nehme mir einen Teefilter raus. Die sehen dann so aus. Und da macht ihr dann hier was rein. Also dieses, den Tee. Weil wenn ihr das halt nicht kennt, dann erkläre ich euch das einfach mal. Weil viele haben ja schon den in die Fertigteebeuteln, aber ich mache mir ja überwiegend eigentlich immer frischen. Also nicht aus den Fertigteebeuteln. Dann braucht ihr natürlich einen Löffel, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber ist klar, einen Löffel braucht man halt. So, dann nehmt ihr euch so einen, ja, so einen Löffel voll, sage ich einfach mal. Ich hoffe, ihr hört mich noch, dass der Wasserkocher nicht zu laut ist. So einen gestreichten geholfen, weil ihr müsst es ja irgendwie hier reinkriegen.
So, natürlich solltet ihr nichts verlieren, so wie ich. Ja, mein Wasser ist auch gleich fertig. Ja, jetzt habe ich hier halt so in dem Teebeutel diesen Tee drin. So, den mache ich dann hier in meine Tasse rein. Mein Wasser ist jetzt auch schon fertig. Das Timing passt ja super gut. Den Honig mache ich nämlich erst später rein. Und jetzt halte ich den Teebeutel fest. Der wird eh gleich, wenn das Wasser kommt, dran kleben an der Tasse. Auf jeden Fall fülle ich jetzt das Wasser rein. So. Jetzt habe ich hier den Teebeutel drin. Also es ist wie bei einem ganz normalen Teebeutel. Und das lasse ich jetzt ziehen. Und dann geht's weiter. Achso, ich muss euch eins sagen. Und zwar, ich mache mir eigentlich recht oft einen Tee, wenn es bei diesen kalten Jahreszeiten, natürlich könnt ihr euch auch eine heiße Schokolade oder einen Kaffee machen oder was ihr halt am liebsten trinkt. Aber ich dachte mir, zeige ich euch einfach mal, wie ich das mache und wie ich mich so ganz chillig irgendwo hinsetze mit meinen Kuschelsocken, eine dicke Decke und dann lese ich halt ein Buch. Oder manchmal setze ich mich auch an den PC und setze mich halt an den PC mit einer Decke. Oder ich hocke mich vor den Fernseher und dann schlafe ich eh irgendwann vor dem Fernseher ein. Also es ist oft, ich bin ja immer sehr müde nach der Schule und deswegen passiert es auch oft, dass ich einfach lese und dann schaffe ich nur ein Kapitel oder so und dann fallen mir auch schon die Augen zu und dann schlafe ich auch ein. Aber ich glaube, das interessiert euch jetzt nicht, aber ich wollte einfach mal irgendwas labern. Also wir sehen uns gleich, wenn der Tee fertig durchgezogen ist. So, und jetzt ist der Tee durchgezogen. Also ich habe jetzt hier den Teebeutel und dann macht ihr das wie bei einem jeden anderen Teebeutel, ihr drückt das aus. Also ihr drückt den Rest Tee raus und dann macht ihr das auf so einen extra Teller. Oder wie auch immer, oder ihr schmeißt es gleich weg. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem, dass ich ja meinen Tee süße. Weil dieses Schneetreiben, das ist glaube ich sogar ein Schwarztee, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schwarzer Tee aromatisiert. Ja, das ist den Tee, den ich habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt mache ich ja Honig daran. Also ich bin ja da, ihr könnt auch Zucker oder Süßstoff dran machen, aber da wir Honig da haben und ich esse zwar Honig auch auf der Stulle, aber ich bin da immer lieber so ein Mensch, dass ich mir lieber Honig an Tee ranmache, als dass ich ihn auf der Stulle oder sowas esse. Und ich nehme natürlich Blütenhonig flüssig. Ich weiß nicht, ob man auch mit diesen cremigen das machen kann, aber das stelle ich mir auch voll eklig vor. Deswegen macht das einfach nicht mit dem cremigen, sondern macht das mit dem flüssigen, wenn ihr Honig benutzt. Vielleicht habt ihr auch Honig generell schon zu Hause und müsstet keinen kaufen, weil ihr müsst es ja nicht so machen, wie ich es sage. Und dieses chillige Outfit findet ihr übrigens nochmal in der Infobox, also das, was ich heute anhabe. Also so ähnlich, wie ich das heute anhabe, weil so hatte ich schon mein Outfit of the Day gemacht. Und ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem Honig. Ich habe meinen Löffel jetzt trocken gemacht und jetzt nehme ich mir was von dem flüssigen Honig hier. Nehme ich was mit dem Löffel. Drehe das mit dem Löffel auf, damit es nicht abdingst. Dann mache ich das halt hier rein. Natürlich, ihr könnt auch, wenn ihr nur einen Löffel wollt, dann könnt ihr natürlich den Löffel gleich dann in den Tee reinstülpen. Aber da ich ja so ungefähr 2 oder 3 Löffel nehme. Ich nehme heute einfach mal 2, denke ich mal. Ich denke mal, das reicht, oder? Wenn nicht, kann ich mir immer noch was nachmachen. Und jetzt verrühre ich das gut, damit sich der Honig auch von dem Löffel ablöst. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall ist hier immer noch Honig dran. Und dann lasse ich den Löffel halt da drinne und stelle den Honig wieder weg. Natürlich könnt ihr euch das dann immer noch nachmachen, falls ihr dann noch was haben wollt. Ist halt wie mit Zucker und Süßstoff, denke ich mal. Ihr könnt euren Tee natürlich auch ohne Zucker und Süßstoff trinken. Das ist natürlich komplett euch überlassen. Ihr könnt das trinken, wie ihr möchtet. Ihr könnt das halt auch ohne Zucker oder Süßstoff trinken, denn das habe ich auch gemacht früher. Also ganz früher habe ich, glaube ich, immer mit Süßstoff getrunken. Und dann irgendwann habe ich ihn gar nicht mehr, also mit nichts, weder Süßstoff noch Zucker getrunken. Und jetzt hatten wir damals immer, wo wir dann dieses mit dem Tee bekommen haben, mit dem Teefiltern und so, da hatten wir dann immer diese, kennt ihr diese Zuckerstangen? Also wo dann dieser Zucker, dieser kristallisierte Zucker da drauf ist, auf jeden Fall. Das haben wir, glaube ich, auch noch da. Haben wir einmal mit braunem Zucker und einmal mit weißem Zucker. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, was ich jetzt auch nicht mehr mache. Wir hatten auch mal so Vanillezucker-Dinger. Warte mal, ich glaube, wir haben die Verpackung noch. Wir haben da nämlich was anderes jetzt drin.
Ah, genau, Tee, Zucker, Vanille. Das hatten wir damals immer benutzt. Das war eigentlich auch ganz lecker. Also mit dem, auch wenn man nicht so viel davon geschmeckt hat. Auf jeden Fall hatten wir jetzt, mache ich mir das zurzeit immer mit Honig, da wir ja Honig da haben. Und ja, ich glaube, ich erzähle euch schon wieder irgendwelche unnötigen Sachen. Aber wie gesagt, ihr könnt immer ausmachen, wann euch das zu langweilig wird. Und ja, ich würde mich halt über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und würde dann sagen, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Und ja, wie gesagt, das Chiller-Outfit findet ihr in der Infobox. Mein Instagram auch. Weil ich werde mich jetzt nämlich auf einer Couch chillen. Nicht ins Bett, weil im Bett schlafe ich eh ein. Und auf der Couch werde ich jetzt ein bisschen lesen und hoffe, dass ich nicht einschlafe. Wenn doch, ist auch nicht so schlimm. Aber in meinem Bett, da schlafe ich sowieso ganz schnell ein. Also chill ich mich mal nicht ins Bett. Okay, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.